visit every city. When I will be old, in 1 or 2 years, no, when I'm retired, I would also like to see the rest of the world I haven't seen before. But I have another 20 years or so. Because in Austria you retired when you are 65. 65 yaşında. 65, yes. Burada emeklilik. 20 sene çalışacağım diyorlar. Hmm. Now şu anda 65. Şu anda 65. Evet. Ben daha önce olduğum için o zaman erken emeklilik vardı. Tabii. Before. Also vorher war in Türkei früh Pensionmöglichkeiten hat er mehr gehabt. Ja. Und deswegen hat er es eigentlich. Aha, das geht jetzt nicht mehr. Aber im Prinzip nein, muss man auch bis 65. Benim mesleğimde yıpranma olduğu için. But I'm sure in 10 or 15 or 20 years, the people in Europe, they will have to work until they are 68, 69, because we are getting older and older. Yes. Because we get an ich muss ja dann sagen, wenn jemand schon mit 14 oder 15 Jahren beginnt, am Bau zu arbeiten, der kann nicht bis 63. Das ist oder am Hochhof. Das ist unmöglich. Mein Vater hat zum Beispiel auch 20 Jahre in der Fabrik gearbeitet, in Berlin, in der Schweiz. Ja. Ich meine, er kriegt seine Hände nicht mehr ab, ja, von diesen Metallkupplungen jahrelang. Ja. Das ist so. Nein, es geht einfach nicht. Und man schickt dann die Menschen in Pension, also man schickt sie in die Arbeitslosigkeit, ja, weil sie bekommen auch keinen Job mehr. Aber ich freue mich, dass ich Leute treffe, die auch ein bisschen Erdogan ein bisschen kritisch sehen. Ja, das ist, ja, auf alle Fälle. Wir sehen das auch mit großer Sorge. Wir sind Hochgegner. Ja, ja.